2. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Also, ich muss jetzt sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Und musste halt ein paar Umwege machen, um da wieder reinzukommen. Aber es ist sau schwer. Wir haben jetzt alle unsere Sachen wieder, glaube ich. Longbow, wir haben also noch ein Longbow, was auch immer wir damit jetzt machen können, aber unsere Waffen haben wir alle wieder. Nur, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so eine langwierige, schwierige Arbeit ist, hier zurechtzukommen. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt irgendwo hinten raus, weil gegen diese Leutchen hier haben wir kaum eine Chance mit den Waffen, die wir haben. Ich gucke jetzt gerade mal, wo wir hier hinkommen, wenn wir uns nach hinten rausbuddeln. Wo kommen wir denn hier eigentlich hin? Da ist Holz. Wir machen das hier mal eben ein bisschen zu. Wo sind die Fackeln denn? Da. Fackeln aber auf. Wir haben nichts verloren. Wir haben alles behalten. Aber die sind hier rings um uns herum. Wir buddeln uns jetzt hier durch die Räume im Moment. Von da aus können sie nicht kommen. Da sind zwei Grabsteine. Also ich bin hier nochmal gestorben zwischendurch, ohne dass es aufgenommen wurde. So, jetzt leuchten wir erstmal alles aus. Das ist total wichtig. Hier ist schon wieder, was wir schön mitnehmen können. Und noch eine Truhe. Was haben wir da denn drin? For Cloth Leggings. Was macht man denn damit? Ist die irgendwie rüstungstechnisch ein Vorteil? Warte mal, jetzt haben wir, jetzt sehen wir, sieht es im Moment so aus, rüstungstechnisch. Wenn wir die mal wegtun und die anlegen. Ah ne, die ist schlechter. Dann lassen wir das besser so, wie es ist. Ein bisschen rüstungstechnisch bringt es was. Moment mal, diese Bücher können wir eigentlich auch mitnehmen. Die Truhe haben wir. Das nehmen wir mit. Die Truhe nehmen wir auch mit. Wir nehmen jetzt alles hier mit. Wenn die so böse zu uns sind, dann müssen wir auch ein bisschen was mitnehmen. Den haben wir jetzt einfach kaputt gemacht, weil wir da Bock drauf hatten. So. Alles wird mitgenommen. Auch die Spinnenweben. Crafting-Truhe im Ofen. Ist noch ein bisschen Kohle drin. Die Blumentöpfe. Was ist das denn? Unnamed? Was ist das denn? Wie unnamed? Das sind doch einfach Blumentöpfe, oder nicht? Wieso sehen die so komisch aus? Hm. So, Betten. Ihr könnt hier erstmal nicht mehr schlafen. Wollen wir es mal weiter durchbuddeln? Eigentlich warte ich darauf, dass wir wieder richtig gute Waffen finden. Also solche, was wir ja schon mal gefunden haben, Windessenz und Wateressenz mit diesen... Ich habe jetzt gerade den Namen nicht dafür, aber wir haben ja mit denen schon, das waren ja solche Art Zauberstäbe. Hier ist niemand. Axt ist echt gut. Da ist noch einer. Oh Mann. Es ist echt heftig. Echt heftig, was hier gerade abgeht. Wir schlafen erstmal kurz. Und ich überlege wirklich,
ob wir nicht doch noch die ein oder andere Waffe holen. Weil so einfach in das Haus rein, das kriegen wir gar nicht hin. Da ist der Blödmann. Vor allen Dingen, wenn die schießen, ist das gefährlich. Mit Schwertern geht das immer noch. Sogar wenn die ein Schild haben, geht das noch. Oh, ist das stressig! Oh. So. Die könnten ruhig mal ein bisschen mehr abwerfen, wenn man die schon mal erledigt. Electric Essence haben wir auch schon. Also wir sammeln langsam aber sicher. Es wird besser. Es wird mehr. Guck dir das mal an, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und wir sammeln und sammeln und Betten haben wir auch und. Noch eine Eisessenz dazu bekommen. Fleisch, was wir jetzt sofort in den Ofen schmeißen. Da ist noch ein bisschen Gold, was wir haben. Dann kommt das Fleisch hier wieder rein. Also es sammelt sich schon langsam zusammen. Es sammelt sich. Da haben wir noch ein bisschen Huhn, was wir nachher verwenden können. Verschiedene Essenzen. Wir haben die Water Essenz, die Wind Essenz und die Electric Essenz. Und wir kommen einfach nicht drum rum. Wir müssen da auf Dauer richtig gute Waffen von bauen. Ein paar Pfeile könnten wir jetzt sogar schon bauen. Wir haben tatsächlich Feuerstein und Federn und natürlich Sticks. Damit können wir schon wieder ein paar Pfeile bauen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich glaube, das tun wir jetzt auch sofort. Erstmal Pfeile bauen. Bisschen Holz. Ja, Holz haben wir nicht mehr viel. Moment, was haben wir denn noch an Holz? So, wir machen jetzt das ganze Holz, was wir haben, klein. Oder sagen wir mal teilweise. Es reicht eigentlich 11 Sticks, Federn und Flints. Dann haben wir insgesamt schon mal wieder 20 Pfeile, was ich gar nicht so schlecht finde. Der Rest kommt wieder in die Truhen. Alles, was wir sonst gesammelt haben, kommt in die Truhen zurück. Schilder, den Rucksack behalten wir, wie gesagt. Das Holz auch. Druckplatte braucht man nicht. Stone Bricks auch nicht. Flint und Betten auch nicht. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Man kann doch mit den Essenzen und den Pfeilen irgendwie noch arbeiten. Ich muss nur noch mal gerade überlegen, wie das jetzt geht. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie geht das, dass man eine Essenz, glaube ich, in die Mitte und Pfeile drumherum. War das nicht irgendwie so? Genau, so war es. Damit bekommen wir Wind Arrows. Wir nehmen einfach mal Wind Arrows mit. 8 Wind Arrows, die wir mit der Essenz herstellen. Und wir haben auch noch eine Electric und eine Water Essenz. Was nehmen wir denn einfach mal? Was könnte denn am wirksamsten sein? Und eine Eisessenz haben wir auch. Also wir haben 4 verschiedene Essenzen, die wir jetzt verwenden können für unsere Pfeile. Und ich bin ja fast geneigt, dass wir... Mir ist das total egal. Komm, wir nehmen einfach mal die Electric Essenz. Electric Essenz. Ein paar Electric Pfeile. In die Mitte und Electric Essence, 8-mal Electric Essence und 8-mal Wind Arrows, Electric Arrow, Wind Arrow. Jetzt haben wir noch 4 Pfeile über, die packen wir einfach mal hier rein und jetzt müssen wir weitersehen, dass wir, überlege gerade, ob wir nicht vielleicht doch noch aus Diamanten ein vernünftiges Schwert craften. Mit dem Schwert können wir nichts anfangen. Wir nehmen nochmal 2 Diamanten und stellen uns daraus ein Schwert her. So. Funktioniert mit den Arrows. Überlege, ob wir noch ein bisschen was abbauen können hier. Unsere Rüstung müsste noch ein bisschen halten. Ganz so toll ist sie nicht mehr. Wir wollen es also nicht schönreden, aber wir versuchen es einfach nochmal. Wir werden uns jetzt mal hier in dieses Haus reinbuddeln. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. So. Das ist doch ein sehr schöner Weg nach draußen. Hier stellen wir mal vorsichtshalber eine Fackel hin.
wenn wir mal im Dunkeln unterwegs sind, dass es von der Orientierung her besser verläuft. So, einer dieser Riesenbauten. Was haben wir denn jetzt hier? Wollen wir doch erstmal gucken. Ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Wir wollen es wissen. Da geht eine Treppe rauf. Okay, ein Haushuhn. Du kommst erstmal mit. Wir brauchen die Federn. Für neue Pfeile. Da ist ein Spawner. Da sind auch Spawner. Nee. Einfach nur ein Geländer. Hier hat das Huhn im Dunkeln ein Ei gelegt. Dann leuchten wir mal eben alles aus. Scheiße, werden diese Leute auch am rumlaufen. Da hinten. Wäre schön, wenn diese Typen und diese Monster sich gegenseitig erledigen würden. Das hätte doch schon mal was. Also hier oben ist eigentlich jetzt nichts. Die Gegend da oben ist safe. Da dürfen normalerweise jetzt nichts runterkommen. Wir müssen ein bisschen Fleisch holen. Wir müssen erst was zu essen holen. Sorry, sorry, sorry. Das machen wir mal eben ebenerdig. So. Es muss alles so ausgelegt sein, dass wir nicht durch irgendwelche Sachen aufgehalten werden, wo wir uns dann hinterher drüber ärgern. So, was mache ich eigentlich mit den Büchern? Diese Bücher können wir doch auch wegpacken. Federn erstmal weg. Ei, Emerald, Bücher. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier sind auch nochmal Hühner drin. Zack, rein da. Und los. Was mache ich da mit dem einen einzelnen Arrow? Den brauchen wir auch nicht. Weg damit. Okay, ab geht's. Also wichtig ist, bei diesen ganzen Aktionen, wichtig ist, dass wir möglichst nicht sterben, weil es hinterher, wenn wir alle unsere Sachen verlieren, mega schwierig ist, hier wieder einen Neuanfang zu machen, weil wir wieder nur neue Rüstung brauchen, natürlich neue Waffen brauchen. Das ist gerade in dieser Phase jetzt total übel, wenn das passieren sollte. Also erstmal sind das hier riesige Räume. Was sind das denn? Da ist ein Typ. Der hat ein Schwert. Den können wir platt machen. Komm mal her. Jawohl. Das war genauso beabsichtigt. Boah, ist das ein cooler Raum hier. Du siehst nur nichts, ne? So, was ist das? Wolle. Einfach nur Wolle. Mehr ist das nicht. Die spawnen hier auf den... Ich hätte jetzt fast Kirchenbänke gesagt. Ich muss den Spawner kaputt machen, der da hinten ist. So, hier sind wir einigermaßen safe. Von da aus kommt eigentlich jetzt nichts. Sitzen da so, als wenn die auf der Kirchenbank sind. Und wir einfach mal von hinten in den Rücken schlagen. Erstmal, wir machen eben den Zombie platt, okay? Leuchten das hier mal gerade so ein bisschen aus, dass wir nicht permanent... Wieso rennt hier eigentlich Hühner drin rum? Wir leuchten das hier mal eben so ein bisschen aus, ja? So. Dass wir nicht permanent versuchen, bekloppten, dummen Zombies genervt werden. Da hinten steht auch schon wieder einer rum. Ja, 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 ja. So, jetzt ist gut hier. Also ich lasse sie immer absichtlich explodieren im Moment. Obwohl jetzt... Ey, wieso rennen hier überall Hühner rum? Das gibt's doch gar nicht. Also es ist schon wichtig... Ach, jetzt ist einer von oben runtergefallen. Also die können also auch von oben kommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, Huhn. Ich brauche deine Federn. So. Im Moment läuft es noch ganz gut. Im Moment läuft es noch ganz gut. Also die können... Von da oben können jetzt gelegentlich mal ein paar Zombies runterfallen, aber ich glaube, das ist nicht so das Problem. Die Typen da hinten sind eher das Problem. Die könnten das Problem sein. Hier ist noch ein Herz und ein Ei. Das ist ja wunderbar. Noch ein Huhn. Also die scheinen sich hier Hühner zu züchten in diesem Gebäude. Halten die sich? Sind das Sprechblasen oder was ist das?
irgendwie unterhalten die sich. So, wir sind gut genährt. Eigentlich können wir die jetzt ein paar auf die Glocke hauen, oder? Keine Pfeile mehr? Keine Pfeile mehr? Die machen aber auch Geräusche. So, musst du jetzt die ganze Zeit von da hinten schießen oder wo kommt dieser Schusswechsel her jetzt? Bisschen ausleuchten. So. Ja, wolltest du mir was sagen? Schütte mir dein Herz aus, bitte. Schütte mir doch dein Herz aus, ja! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe! Wieso sind jetzt schon wieder drei? Wie kann das sein, dass das schon wieder so viele sind? Alter, wie kann das sein? Wie kann das sein? Die sind zu stark. Die sind zu stark. Da kommt ihr nicht rein, da kommt ihr nicht rein. Hallo. Na kommt. Es tut mir leid, dass ich das auf diese Weise machen muss, aber 3 gegen 1 ist einfach unfair. So, noch mehr. Mann! Geh schon drauf! Das kann doch auf Dauer nicht gut fürs Herz sein, was ich hier tue. Oh Mann. Teilweise kann ich kaum reden, weil ich mich so dermaßen konzentrieren muss. Dieses blöde Haus. Ich will da jetzt rein. Und zwar richtig. Ich glaube, wir überschlafen die Sache nochmal eben ganz kurz. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Walker Archer. Was slain by Walker Archer.